Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Gesund TV. Prostatakrebs ist heute unser Thema. Die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Und die Häufigkeit nimmt eigentlich seit 3 Jahrzehnten nur noch zu. Und warum? Ja, weil die Diagnosemöglichkeiten und die Vorsorgemöglichkeiten auch immer besser werden. Dazu haben wir einen Gast im Studio, Professor Christian Wülfing, Chefarzt der Urologie an der Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona. Schön, dass Sie zu uns kommen. Vielen Dank. Herr Professor Wülfing, wie gefährlich ist Prostatakrebs? Ja, die Prostatakrebsdiagnose ist für den betroffenen Mann und häufig auch für die Ehepartner oder Partnerin natürlich erstmal ein Schock. Aber man kann einen Großteil der Menschen und der Männer beruhigen. Man kann nämlich schon unterscheiden zwischen schlimmen Krebsen und weniger schlimmen Krebsen. Und insofern ist es eben auch ganz wichtig, diese Unterscheidung zu treffen und bei der Diagnose, die schlimm in sich ist, nochmal nachzufragen, was für eine Art Prostatakrebs habe ich denn? Welche Unterscheidung machen Sie wirklich? Also wo fängt nicht so schlimm an? Ja, also wir unterscheiden eigentlich, wenn man es laienhaft bezeichnen will, kann man gut unterscheiden zwischen dem sogenannten Haustierkrebs. Wurde früher auch vor einigen Jahrzehnten immer gesagt, Prostatakrebs ist gar nicht so schlimm. Also man könnte sagen Kätzchenkrebs, also Krebsarten, die nicht so sehr aggressiv sind und mit denen man alt werden kann. Es gibt ja viele Männer, die mit, aber nicht an Prostatakrebs auch sterben und der Prostatakrebs macht überhaupt keine bedrohlichen Symptome. So, das muss man abgrenzen von aggressiven Prostatakrebsen, die auch die Neigung haben, aus der Prostata herauszugehen, zu metastasieren und damit auch den Körper in seinen Funktionen zu beeinträchtigen und dem Mann eine echte Bedrohung zu machen. Und in Deutschland, Sie haben eben gesagt, es ist der häufigste Krebs, wir haben 60.000 Erkrankungen jedes Jahr, aber eben Neuerkrankungen, die nicht immer gleich sofort bedrohlich sind, aber trotzdem sterben im Jahr in Deutschland ca. 12.000 Männer an dieser Erkrankung. Das sind natürlich die, von denen wir am liebsten rechtzeitig Bescheid haben möchten, um sie dann eben auch gezielt zu therapieren. Wir wollten ja wissen, ob die Menschen auf der Straße so halbwegs Bescheid wissen, sind also auf die Straße gegangen und haben mal gefragt, was ist Prostatakrebs? Prostatakrebs, wissen Sie, was das ist? Nein, nicht ganz genau. Nein, nein. Ja, Hodenkrebs in der Art. Prostata hat irgendwas mit dem, ja, wie soll ich sagen, unteren Teil zu tun sozusagen, ne? Ja, da hat der Mann da so ein bisschen Schwierigkeiten im Intimbereich. Ist ein leicht aggressiver Krebs, ja. Ja, bei den Männern. Vorsteherdrüse. Ja, das ist eine Form von Krebs, aber ehrlich gesagt bin ich da wahrscheinlich klassisch Mann und wüsste noch nicht mal genau, wo die Prostata sitzt. Herr Professor Wülfing, wie gut sind die Heilungschancen bei Prostatakrebs? Also die ganz entscheidende Frage ist, und das hatten wir eben schon angedeutet, wie ist bei Diagnosestellung der Prostatakrebs gewachsen? Und das ist eigentlich auch ganz gut zu erklären. Es ist natürlich für den betroffenen Patienten viel besser, wenn der Prostatakrebs auf die Prostata nur beschränkt ist, während es nicht so günstig ist, wenn er schon darüber hinaus gewachsen ist. Und das ist auch schon der Grund, warum wir natürlich die Prostatakrebserkrankung möglichst früh erkennen wollen. Und die Frage nach Heilung kann man klar beantworten. Je mehr der Prostatakrebs in der Prostata begrenzt ist und je kleiner ist, desto höher sind die Heilungschancen. Und da reden wir wirklich auch, und das ist eine eigentlich eine erfreuliche Nachricht, auch bis zu 80-90% Heilung bei Patienten, wo der Krebs in der Prostata nur ist und eben behandelt werden kann. Kann der Patient irgendwie mithelfen? Kann der was bemerkt haben oder ist das eigentlich eher selten und die Diagnose wird auf andere Art und Weise gestellt? Leider ist es so, dass wir sehr häufig Patienten sehen, die zunächst mal gar nicht glauben, dass sie so eine Diagnose jetzt haben, weil sie gar nichts gespürt haben. Und wir hören auch häufig, ich habe doch gar nichts gemerkt. Und in der Tat ist es so, man spürt Prostatakrebs nicht häufig. Man merkt zum Teil überhaupt gar nichts. Und Ihre Frage, ob man helfen kann, es gibt leider auch nicht wirklich Risikofaktoren, an denen man arbeiten könnte. Also tatsächlich bekommt man ihn oder bekommt man ihn nicht, wobei man eben sagen muss, das klang eben schon an, letztendlich kann man mit zunehmendem Alter, hat man auch ein höheres Risiko, das zu bekommen. Also eigentlich ist es ein bisschen eine Alterserscheinung, die Prostatakrebserkrankung.
Und da ist natürlich dann eben wichtig, die Unterscheidung zu treffen. Ist es ein Krebs, der eben harmlos ist oder der aggressiv ist? Eine ganz wichtige Unterscheidung. Wobei junge Menschen natürlich auch bekommen können, und zwar sehr junge. Absolut. Mhm. Wir wissen, glaube ich, alle ganz gut einzuordnen, dass die Prostatakrebserkrankung generell eher eine Erkrankung des älteren Mannes ist. Und wenn Sie zum Beispiel auf Vorsorge, Früherkennungsempfehlung gucken, dann geht es auch erst so ab 45, 50 los. Das heißt, Männer, die jünger einen Prostatakrebs bekommen, sind wirklich in der absoluten Minderheit. Das ist sehr selten. Aber wie Sie schon sagten, mit zunehmendem Alter wird es auch häufiger eben. Und was würden Sie mit dem zunehmenden Alter denn empfehlen? Wie häufig sollte man zur Vorsorgeuntersuchung gehen? Ja, es gibt relativ klare Empfehlungen von den Fachgesellschaften hierzu. Und da kann man sagen, dass man eigentlich, wenn man als Mann Interesse an einer Früherkennungsmaßnahme hat, das muss ja nicht jedem verordnet werden, aber es gibt viele, die das freiwillig machen. Und da sagt man, man soll ruhig mal mit 45 anfangen, vielleicht auch mit 50. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen so im Sinne eines Risikofaktors in dieser Frage auch gilt, ist zum Beispiel die ganz relevante Frage, habe ich eine familiäre Häufung von Prostatakrebserkrankungen? Also ist mein Vater erkrankt, ist mein Onkel erkrankt, also direkte Verwandte? Und da würde man zum Beispiel empfehlen, die Früherkennung auch ein bisschen früher anzufangen. So, und dann kommt die eigentlich noch viel wichtigere Frage, wann fange ich an und wann höre ich auch wieder auf? Mhm. Und da gibt es eben auch klare Empfehlungen, dass man jetzt auch nicht jedes Jahr sowas machen muss, sondern abhängig von der Konstellation, was man findet im Bereich Blutwerte und so, werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen, dass man eben auch in bestimmten Konstellationen alle paar Jahre nur gucken sollte und ab einem gewissen Alter ehrlich gesagt auch die Frage stellen darf, muss ich es überhaupt noch wissen? Mhm. Denn wie gesagt, Prostatakrebs kommt bei alten, bei älteren Herrschaften häufig. Die Frage ist nur, macht er noch irgendwas? Und wenn wir wissen, es sind harmlose Krebsarten, dann muss man tatsächlich zum Teil 70-, 80-Jährige vielleicht auch gar nicht mehr großartig dahin treiben. Von der genetischen Vorbedingung haben Sie gerade schon gesprochen, dass es in Familien dann vielleicht auch häufiger vorkommt. Mhm. Weiß man sonst irgendetwas noch über die Ursachen? Leider nicht wirklich. Es gibt natürlich viele, viele Forschungsprojekte auf der ganzen Welt. Es werden immer mal wieder auch bestimmte Nahrungsstoffe diskutiert. Eine Zeit lang hieß es, Tomaten sind schädlich, dann hieß es, Tomaten sind nicht schädlich. Also es geht so ein bisschen auch immer in unterschiedliche Richtungen. Aber ich glaube, man darf sagen, unterm Strich kann man heute sagen, dass es an Ernährung oder auch Genussmitteln oder Sport oder Nicht-Sport natürlich immer empfehlenswert ist, eine gesunde Lebenshaltung an den Tag zu legen. Aber es gibt nichts, was einem spezifisch das Risiko für Prostatakrebs erhöht. Der PSA-Test ist bei der Diagnose ganz, ganz wichtig, wenn man den Verdacht überhaupt hat, dass es sich um ein Prostatakarzinom handeln könnte. Wie geht man da vor und was passiert dabei? Ja, der PSA-Wert ist ein Bluttest. Und PSA ist eigentlich ein Stoff, der in der Prostata produziert wird und ins Blut abgegeben wird. Bei jedem Mann ganz normal. Das ist zunächst mal nichts Schlimmes. Und der PSA-Wert hat seine Stärken, er hat auch seine Schwächen. Denn wir wissen zum Beispiel, dass der PSA-Wert bei auch gutartigen Veränderungen der Prostata. Die gutartige Vergrößerung ist eine sehr häufige Volkskrankheit fast schon, die ehrlich gesagt noch viel häufiger ist als Prostatakrebs. Und auch hier kann der PSA-Wert erhöht sein. Trotzdem ist es für die Aussagekraft Prostatakrebs, habe ich Prostatakrebs, ein ganz wichtiger Marker, weil man gerade im zeitlichen Verlauf gut sehen kann, verändert sich der Wert, steigt er, muss ich hier aufmerksam sein als Arzt und dem Patienten vielleicht die weiterführende Diagnostik empfehlen. Was gehört denn zur weiterführenden Diagnostik? Welche bildgebenden Verfahren sollten eingesetzt werden? Bevor die Bildgebung kommt, gibt es zunächst mal eine ganz wichtige Untersuchung, das ist nämlich die Abtastuntersuchung. Da muss man immer mal wieder darauf hinweisen, weil die natürlich als unangenehm gilt. Es ist eine Abtastuntersuchung über das Rektum, über den Darmausgang, wo die Prostata abgetastet wird. Und das ist eine wichtige Untersuchung, weil sie eben auch einem die Information gibt, ist die Prostata vergrößert, ist sie verhärtet. Also es ist eine ganz einfache Untersuchung eigentlich, die auch die Treffsicherheit des PSA-Wertes gleich viel besser macht, wenn man diese beiden Verfahren kombiniert. Und zur Frage Bildgebung kann man klar sagen, eine Standarduntersuchung, die heute praktisch überall verfügbar ist, ist der Ultraschall der Prostata, wobei der eigentlich gar nicht so gut in der Lage ist, Prostatakrebs zu finden.
ihn sichtbar zu machen, aber er ist in der Lage, die Prostatagröße sehr exakt zu zeigen, um eben auch ein Gefühl dafür zu kriegen, ist der PSA-Wert eher die gutartige Vergrößerung, wer eine große Prostata hat, darf auch einen erhöhten PSA-Wert haben bis zu bestimmten Grenzen, oder aber ist die Prostata eben klein und ein bestimmter Wert auch viel früher verdächtig, auch wenn er vielleicht noch gar nicht einen Grenzwert erreicht hat. Mhm. So, und dann machen wir ergänzende Untersuchungen zunehmend. Man muss sagen, jeder Mensch hat schon mal gehört von CT, MRT, PET-Untersuchungen. Das sind so Untersuchungen, die gerade in der Tumordiagnostik in aller Munde sind. Hier muss man sagen, wir haben lange Zeit versucht, den Prostatakrebs darzustellen mit Bildern, also ihn sichtbar zu machen. Aber und die einzige Methode, die da wirklich, die Einschränkung ist, man kann es eben häufig nicht mit den Technologien. Die einzige Technologie, die hier am Horizont erscheint gerade, ist das MRT, also das Kernspinnen, wo man eben doch zunehmend auch eine sehr gute Bildgebung der Prostata machen kann, die auch zunehmend eingesetzt wird. Aber irgendwann kommt es zur Biopsie. Was passiert da? Genau, die Biopsie ist ja, um das kurz zu erklären, eine Probeentnahme aus der Prostata. Man macht das mit einer Ultraschalluntersuchung und piekst mit einer kleinen Nadel, nimmt man Proben aus der Prostata. Wie schmerzhaft ist das für den Patienten? Ja, ich würde behaupten, dass das heutzutage sehr schmerzarm möglich ist, weil man ähnlich wie beim Zahnarzt eine lokale Betäubung machen kann. Und Patienten tatsächlich häufig positiv überrascht sind, dass, wenn man das gut betäubt, man praktisch nichts merkt. Man kann das ambulant machen, das ist eine Untersuchung, die dauert 10 Minuten. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben die richtigen Patienten aussucht, wo man sagt, bei ihnen müssen wir jetzt wirklich gucken, denn auch ein MRT, auch ein Ultraschall, auch ein PSA, auch eine Abtastuntersuchung hat am Ende keine wirklich hundertprozentige Treffsicherheit. Wenn ein Prostatakarzinom festgestellt wurde, wenn operiert werden muss, es geht kein Weg daran vorbei, was müssen Sie den Patienten dann ehrlicherweise sagen? Was können die Folgen sein? Die Folgen einer solchen Operation sind hoffentlich, dass der Prostatakrebs sicher weg ist. Das ist schon mal das eine. Das andere sind natürlich, darauf spielen Sie an, funktionelle Veränderungen, die natürlich bei einer Prostataentfernung auch etwas anders sind als bei einer Entfernung eines anderen Organs. Wir haben es hier eben auch mit dem Risiko für eine Harninkontinenz zu tun, denn der Schließmuskel sitzt unmittelbar unterhalb der Prostata und soll bei dieser Operation natürlich idealerweise nicht geschädigt werden und wird da zum Glück auch in den allerwenigsten Fällen. Trotzdem ist das ein Thema, was man besprechen muss, Inkontinenz. Und Inkontinenz ist doch auch häufig eine unmittelbare Folge zunächst mal der Operation, oder? Absolut richtig. Man muss Patienten wahrscheinlich sagen, dass in den ersten Wochen, wenn die Operation gut geschafft ist und der Katheter, den man vorübergehend hat, entfernt ist, das Trainieren des Beckenbodens eine wichtige Aufgabe ist, weil die Prostata fehlt und die hilft bei uns Männern beim Abdichten. Und die Inkontinenz ist tatsächlich in den ersten 1, 2, 3, 4 Wochen ein Thema, aber sie sollte nicht so ausgeprägt sein und verliert sich auch, weil der Schließmuskel eben auch zunehmend lernt, stärker zu schließen. Wie sieht es aus mit der Sexualität? Was muss man da den Patienten ehrlicherweise sagen? Also man muss in jedem Fall mit Patienten dieses Thema, Patienten und auch Partnerinnen besprechen, welche Rolle spielt die Sexualität. Das ist unterschiedlich abhängig von den Betroffenen. Aber in den Fällen, wo die Erektionsfähigkeit noch gut ist und auch es eine Rolle spielt, haben wir die Möglichkeit, durch feinste Technik heutzutage Nerven zu erhalten. Und die Nerven, die die Erektion sozusagen machen und die man dafür braucht, ziehen eben auch sehr nah an der Prostata vorbei. Das heißt, die zu schonen kann funktionieren, aber man muss eben auch gucken, dass man nicht zu nah an die Prostata kommt und zu große Kompromisse bei der Krebsentfernung macht. Das ist ein Thema, was man vorher bespricht, wo man auch gute Parameter hat, nachdem man das vorher auch gut voraussagen kann und eben die Technik heute mit minimalinvasiven Techniken uns viel mehr da auch erlaubt und viel bessere Ergebnisse bringt als noch vor 1, 2, 3 Jahrzehnten. Wie sind da die Patientenreaktionen, wenn Sie denen ehrlicherweise sagen, es kann sein, dass Sie nach der Entfernung der Prostata den Krebs nicht mehr haben, aber vielleicht inkontinent sind und die Sexualität auch vollkommen anders sein wird? Also man muss sagen, das Inkontinenzthema ist zum Glück sehr selten. Also man kann hier wirklich mit auch einer guten Überzeugung den Patienten sagen, es kann passieren, es wird ziemlich sicher nicht passieren. Und wenn es passiert, kann man ja auch was dagegen tun. So, idealerweise hat ein Patient diese Störung nicht. Aber bei Inkontinenz zum Beispiel kann man gegensteuern mit verschiedenen Methoden und auch bei dem Thema Potenz, was nicht für jeden relevant ist.
kann man mit bestimmten Hilfsmitteln eben auch erreichen, dass Patienten trotz Prostataentfernung und trotz der einsetzenden Impotenz hier ihre Potenz wiedererlangen und eben auch eine weitgehend normale Sexualität erleben können. Welche Rolle spielt eine Chemotherapie bei einem festgestellten Prostatakarzinom? Ja, wir hatten eben ja schon über die grobe Unterscheidung gesprochen. Prostata ist begrenzt oder Prostatakrebs ist über die Prostata hinaus. Und man muss sagen, die Chemotherapie hat für über viele Jahrzehnte überhaupt gar keine Rolle gespielt. Sie ist vor ungefähr 15 Jahren entdeckt worden, auch für den Prostatakrebs, dass sie hilft und wird heutzutage aber fast nur bei sehr späten und sehr fortgeschrittenen Stadien eingesetzt. Und in den Stadien, also Männer, die davon betroffen sind und eben so schlimme Krebs haben, die Metastasen machen, ist sie eine feste Therapiesäule, die man auch Patienten wirklich anbieten sollte, weil sie eben in diesen Stadien auch sehr gut anspricht. Und die Hormonbehandlung? Die Hormonbehandlung ist tatsächlich die Voraussetzung für alles Weitere. Auch die Chemotherapie kommt immer erst nach einer Hormonbehandlung. Die Hormonbehandlung ist gewissermaßen eine Basistherapie für Patienten, die entweder Metastasen haben, wo eine Operation nicht ausreicht, oder aber wo eben eine Operation oder Bestrahlungstherapie aufgrund eines wie auch immer gearteten Risikos oder Alters oder so nicht mehr in Frage kommt. Mhm. Kann ein Patient, der ein Prostatakarzinom hatte, das entfernt werden musste, im Grunde die medizinische Therapie irgendwie noch selbst unterstützen? Was tue ich danach als Patient? Wie sieht die eigene Nachsorge aus, die ich, oder wie sollte ich mich anschließend um mich kümmern? Also ich glaube, ganz wichtig ist jetzt rein medizinisch mal formuliert die Nachsorge. Es ist immer ganz wichtig, dass man da nicht nachlässig ist, sondern eben auch genau guckt bei seinem Urologen zum Beispiel, eine Tumornachsorge macht, bestimmte Untersuchungen macht über 5 Jahre. Wie häufig dann in diesen 5 Jahren? Am Anfang würde man auf jeden Fall alle Vierteljahr empfehlen. Mhm. Bestimmte Blutuntersuchungen, PSA-Test ist ein wichtiger Untersuchungsfaktor in diesem Moment, weil er soll ja nach der Operation null sein. Und wenn er plötzlich ansteigt, ist es ein Zeichen dafür, dass was geschehen muss. Und das muss man früh feststellen. Deswegen auch, das ist die erste Empfehlung, gehen Sie bitte zur Nachsorge, seien Sie da sorgfältig. Die Urologen sind in der Regel da die guten Ansprechpartner. Das andere ist, dass man natürlich sich sehr viele Gedanken macht, was mache ich mit meiner Ernährung, mit Sport. Dieses Thema hatten wir bei der Prävention schon. Mhm. Und es ist eigentlich die gleiche Aussage. Es gibt leider nichts, wo man sagen kann, Krebs kommt seltener wieder, wenn du dies oder jenes mehr oder weniger machst. Die gesunde Lebenshaltung, die ist, glaube ich, wichtig und da können gleichermaßen Betroffene wie aber auch Gesunde, glaube ich, noch sich gut weiterentwickeln. Wann kann denn der Patient so ein bisschen durchatmen? Nach wie vielen Jahren der Nachuntersuchung kommt der Krebs höchstwahrscheinlich zumindest nicht wieder? Es gibt immer so diese magische 5-Jahres-Grenze. Auch bei Prostata. Auch bei Prostata. Natürlich, wie bei allen Krebsarten, gibt es absolute Ausnahmen, dass Männer über auch 10 Jahre Ruhe haben und dann kommt noch mal was wieder. Aber so die 5 Jahre sind irgendwie wichtig. Und danach richtet man auch die Nachsorgeintervalle, die man ab 5 Jahren einfach auch länger dann gestalten würde. Aber man kann sich ja trotzdem fragen, kann man einem Prostatakarzinom vorbeugen tatsächlich? Leider nein, weswegen ich auch das Wort Vorsorge gar nicht so treffend finde. Sie können gar nicht so gut vorsorgen. Sie können nichts dagegen tun. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Aber was ich Sie sehr wohl machen. Ich erkenne es früh oder ich erkenne genau, es nicht. Genau, Sie können genau, früh erkennen. Das ist es. Was passiert, wenn ich von der Inkontinenz betroffen bin? Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, wir haben es angesprochen. Es ist doch für Männer ein wahnsinniges Tabuthema. Genauso wie die Sexualität nach einer solchen Operation Tabuthema ist oder Prostatakarzinom überhaupt. Absolut. Nicht, ne? Das ganze Thema ist ja leider doch so ein bisschen in der Tabuecke. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir in den letzten Jahren hier Fortschritte sehen. Tut sich da was, weil tatsächlich, die, ehrlich gesagt, die deutschen Urologen auch Aufklärungsarbeit leisten mit Aufklärungskampagnen und so weiter. Denn warum soll man nicht auch bei dem häufigsten Krebs sich darum kümmern? Das ist eine Erkrankung, die kann man kriegen. Man kann was tun, man kann Aufklärung machen, man kann sich informieren. Also es soll eigentlich nicht so in dieser Ecke stehen. Wir würden uns als Urologen, glaube ich, wünschen, dass da einfach mehr Offenheit ist und die Männer auch mehr diese Früherkennungsmaßnahmen. Wir wissen, alle Männer gehen deutlich seltener als Frauen zu Früherkennungsuntersuchungen. Und das muss sich, glaube ich, ändern. Müssen Männer, jetzt mal um kritisch ihre Zunft zu betrachten, müssen Männer irgendwie anders angesprochen werden? Das kann sein. Vielleicht müssen wir sie anders ansprechen. Vielleicht muss man aber auch gerade in der Partnerschaft, ich frage mich manchmal, warum nicht Männer und Frauen einfach gemeinsam an bestimmten Daten losgehen. Das ist auch ein Thema für die Partnerschaft, ist im Übrigen auch ein Thema mit Kindern. Mädchen gehen deutlich früher zu Gynäkologen als Jungen zu Urologen. Mhm. Mhm. Also gut, was Partner leisten können sozusagen, haben wir in diesem Fall gefragt.
In welchen Fällen sind wirklich Therapiegruppen zu empfehlen nach einer solchen Therapie, nachdem der Krebs entfernt wurde? Also das Thema Selbsthilfegruppe ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist, wie das Bedürfnis ist nach Selbsthilfegruppen. Wir sehen es schon bei dem ersten Schritt nach der Operation zum Beispiel, möchten Männer in eine Reha-Maßnahme gehen. Viele wollen es lieber für sich selber alles regeln, mit der Familie vielleicht noch, aber nicht mit Fremden. Aber es gibt auch sehr viele, die Selbsthilfebewegung ist ja sehr, sehr, sehr groß und sehr erfolgreich in Deutschland. Und es kann nur empfohlen werden, wer sich da wirklich Hilfe suchen möchte. Aber möchten Männer sprechen? Ja, wenn sie in die Selbsthilfegruppen reingehen, sehen sie viele, die es möchten. Es ist wahrscheinlich am Ende noch immer die Minderheit und das muss wahrscheinlich akzeptiert werden, respektiert werden. Aber ich denke, man muss auch darüber viel aufklären, dass es die Möglichkeit gibt. Denn nach wie vor sind, glaube ich, viele positiv überrascht, wenn sie diese Möglichkeit wahrnehmen. Hätten Sie noch abschließende Tipps für unsere Zuschauer, für unsere Männlichen insbesondere? Ja. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass auch das männliche Geschlecht ein bisschen häufiger sich um die Gesundheit kümmert. Und das beginnt mit der Information. Und es beginnt eben auch mit der Wahrnehmung von Früherkennungsuntersuchungen. Es gibt ja viele gute Möglichkeiten, viele Berufsgruppen wie die Urologen, die Hausärzte, die eben hier auch Partner sind. Denn wir wissen, und das möchte ich nochmal betonen, Prostatakrebs kriegen viele. Aber es ist eben wichtig, ihn früh zu erkennen und längst nicht jeder muss die Operation, die wir besprochen haben, über sich ergehen lassen. Wir haben auch in den letzten Jahren festgestellt, dass wir 20% seltener operieren, weil wir viel häufiger auch Patienten einfach nur kontrollieren, weil sie eben harmlose Krebsarten haben. Und da ein bisschen mehr Mut zu haben, wäre mir mehr Mut zu machen für die Patienten, für die Männer, wäre mir ein Anliegen. Herr Professor Wülfing, ganz, ganz herzlichen Dank für die Information. Ich glaube, wir haben so ein bisschen zur Enttabuisierung des Themas beigetragen und darüber reden. Das ist ja schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, liebe Zuschauer. Und das vielleicht auch in Ihre Richtung oder in die Richtung Ihrer Partnerschaft oder sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt. Das ist doch auch was, wozu wir heute noch einmal aufrufen können. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Es waren viele wichtige Informationen für Sie dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss.